Ich freue mich auch, hier zu sein. Mir gefällt das Thema des Festivals sehr gut, Kreativ Response. Für mich ist Response ganz eng mit Resonanz verbunden. Nach Hartmut Rosa, einem Jena Soziologen, gelingt Leben dort, wo Menschen Resonanzerfahrungen machen. Nicht nur im Freundeskreis, nicht nur in der Natur, sondern bei allem, wo wir tätig sind. Bei unserem politischen Engagement, in der Kunst. Und mein Wunsch ist es, Resonanz zu erzeugen zu den etwas sperrigen Begriffen, die ihr hinten seht auf der Folie, nämlich zur Externalisierungsdemokratie als analytisch-kritischer Begriff und Resonanz für die vorsorgende Demokratie, für die Inhalte, die mit diesem visionären Begriff verbunden sind. Die Arbeit an Alternativen, dafür steht für mich das Elevate Festival, ist einerseits konkrete Arbeit an anderen Praktiken, an anderen sozioökonomischen Strukturen. Sie ist für mich aber immer auch Arbeit an alternativen analytischen Begriffen, am Zusammendenken von Theoriekonzepten. Und meine Absicht ist es, Brigitte hat es schon angedeutet, in diesem Vortrag Care, Demokratie und Nachhaltigkeit miteinander in Beziehung zu setzen. Und wenn ich von Care spreche, dann meine ich die sorgenden Tätigkeiten, die wir für uns selbst und für andere, die das zum Teil nicht tun können, übernehmen. Ich erweitere aber diesen Begriff und fasse die sorgenden Tätigkeiten für das Leben auch auf die ökologische Dimension, für Natur und Tiere, aber auch auf das politische Gemeinwesen. In dem Titel meines Vortrags steckt ein doppeltes Moment. Es geht sowohl um die Kritik an den herrschenden Verhältnissen und ihren Krisen, als auch um ihre Veränderung. Und entscheidend ist dabei die Frage danach, was überhaupt als krisenhaft verstanden wird. Vor ein paar Jahren wurde noch intensiv darüber gestritten, gibt es überhaupt sowas wie einen menschengemachten Klimawandel? Das heißt, je nachdem, welche Antworten ich auf die Frage gebe, was genau ist das Problem, was sind die Ursachen dieses Problems, werden dann unterschiedliche Maßnahmen erfolgen und wir haben es mit unterschiedlichen Entwürfen von Zukunft zu tun. Nicht alle sind in meinem Verständnis Gegenentwürfe zu den herrschenden Verhältnissen. Das heißt, es gilt auch bei dem, was wir unter dem Schlagwort sozial-ökologische Transformation hören, zu prüfen, ob es nicht alte Rationalitätsmuster sind, die im neuen Gewand der Transformation daherkommen. Beispielsweise, wenn ich den Klimawandel nehme und es da nur darum geht, auf den CO2-Ausstoß zu schauen, dann erscheinen technische Lösungen als naheliegend. Und Großbritannien baut jetzt einen neuen Atomreaktor. 2025 soll der an den Start gehen, nachdem er 24 Milliarden Euro Baukosten verschlungen hat. Mit dem neuen Atommüll habe ich aber die krisenhaften Verhältnisse im Bereich Energie nicht nachhaltig transformiert. Und Tadjo Müller wird darauf noch eingehen. Es hat also nichts mit neuem Zugang, mit neuer Kontrolle über diese Ressourcen und über die Energieversorgung zu tun. Mein Punkt da ist, dass ökologische Krisen eben nicht nur eine Frage von physischen Austauschprozessen sind, sondern sie sind sozialökologische Krisen. Sie haben immer eine politische und eine ökonomische Dimension. Es geht um spezifische gesellschaftliche Naturverhältnisse, von denen Menschen unterschiedlich profitieren und unterschiedlich betroffen sind. Und wir werden es im Referat zur Klimagerechtigkeit noch deutlicher und konkreter hören. Vertreterinnen der sozialen bzw. politischen Ökologie, und das ist die Forschungsrichtung, aus der ich komme, die mich geprägt hat, die sprechen dann also von der Krise der gesellschaftlichen Naturverhältnisse und nehmen damit Herrschaftsverhältnisse in den Blick. Und sie bestimmen diese Krise der gesellschaftlichen Naturverhältnisse dann auch gleichzeitig als eine Krise der Geschlechterverhältnisse, als eine Krise des Politischen und auch als eine Krise der Wissenschaft. Im Umkehrschluss wird es also brauchen, eine Veränderung und Überwindung der hierarchischen Geschlechterverhältnisse, ein neues Verständnis von Politik und von möglicherweise neue politische Institutionen und auch eine andere transformative Wissenschaft. Es geht also als Ziel um einen Entwicklungsprozess, der seine eigenen natürlichen und sozialen Voraussetzungen aufrechterhält und ständig erneuert. Tut er dies nicht, sprechen vor allen Dingen feministische Forscherinnen schon lange von der Krise des Reproduktiven. Und ich werde mich im Folgenden auf die Krise des Reproduktiven konzentrieren, die dadurch entsteht, dass die modernen repräsentativen Demokratien und ihre kapitalistisch organisierten Wirtschaften auf Externalisierung als Prinzip setzen. Was bedeutet das?
Und was hat es mit diesem stilisierten Eisberg zu tun? Das bedeutet, dass die kapitalistischen Ökonomien auf einer Trennungsstruktur beruhen. Auf der einen Seite haben wir das, was als ökonomisch gilt. Das seht ihr oberhalb des schwarzen Balkens. Und darunter das, was als unökonomisch gilt. Auf der einen Seite der Markt, auf der anderen Seite das, was Adelheid Biesecker die beiden Basisproduktivitäten nennt. Die unbezahlte Arbeit, im Wesentlichen hier die Sorgearbeit, und die Produktivität der Natur. Es kann nicht produziert werden, ohne dass Natur vorher schon etwas produziert hat. Bei Ressourcen haben wir das ganz deutlich. Es kann nicht für den Markt gearbeitet werden, ohne dass vorher schon Sorgearbeit geleistet worden ist. Aber diese abgespaltenen Tätigkeiten, diese Ressourcen, dienen der alltäglichen Kapitalverwertung. Sie werden vereinnahmt, maßlos und sorglos ausgenutzt. Und es gibt kein Prinzip in der herrschenden Ökonomie derzeit, das dafür sorgt, dass das, was vernutzt wird, auch wieder hergestellt wird. Das erscheint als Privatsache. Die Kosten tragen andere. Was meint dann der Begriff der Externalisierungsdemokratie? Der geht auf Mohsen Masarrat, ein Politikwissenschaftler aus Osnabrück, zurück. Und der beschreibt damit Demokratien, die auf der Basis eines breiten gesellschaftlichen Konsens, das heißt, alle sind in gewisser Weise daran beteiligt, zum Zweck des eigenen Wohlstands und der inneren Stabilität die eigenen sozialen und ökologischen Kosten, Lasten und Konflikte externalisiert. Mit anderen Worten, diese Demokratien leben nicht nur über die eigenen Verhältnisse, sondern sie leben auch über die Verhältnisse anderer, auf Kosten anderer. Und zwar sowohl zeitlich, bezogen auf zukünftige Generationen, denen Atommüll hinterlassen wird, verminderte Artenvielfalt, die mit den Folgen des Klimawandels konfrontiert sein werden, aber auch räumlich. Billigproduktion, Ressourcenextraktivismus, Landgrabbing sind nur einige Stichworte für diese räumliche Verschiebung von Lasten auf die Bevölkerung von Ländern des globalen Südens. Neben der zeitlichen und räumlichen Externalisierung weisen diese Externalisierungsdemokratien aber auch Ausbeutungsarrangements nach innen auf. Und feministische Forscherinnen haben dies mit Blick insbesondere auf die vergeschlechtliche Arbeitsteilung gezeigt, mit Blick auf die unbezahlten oder schlecht bezahlten Sorgearbeiten, die die Basis für die Aufrechterhaltung und Wiederherstellung von Gesellschaft bilden. Die Verantwortung für das Erziehen, für das Putzen, für das Pflegen, aber auch für das Müllbeseitigen wird vor allem einerseits entlang der Kategorie Gender organisiert, aber auch entlang der Kategorie Ethnie und Schichtzugehörigkeit. Und ich möchte mit euch jetzt mal auf die aktuellen Kämpfe schauen, die in diesem Bereich geführt werden, und zwar auch im bezahlten Care-Bereich. In ihnen spiegeln sich nämlich schon Strategien wider, um die Externalisierungsgesellschaft ein Stück weit zumindest zu überwinden. Und auf diese Strategien werde ich ganz zum Schluss meines Vortrages nochmal zurückgreifen. Und das ist schon der Trick, damit ich dann hinterher, wenn die Zeit knapp wird, die wichtige zusammenfassende Folie noch zeigen kann. Auf den Bildern seht ihr einen politischen Flashmob. In einer belebten Innenstadt in Deutschland, die Beispiele kommen jetzt, die meisten aus Deutschland, die ich zeigen werde, legen sich jeden zweiten Samstag im Monat Menschen für 10 Minuten auf Handtücher und verharren dort 10 Minuten. Hinter dieser Aktion steht Pflege am Boden. Das ist ein unabhängiger Zusammenschluss von Menschen, die entweder in Pflegeberufen arbeiten oder Angehörige zu Hause pflegen oder sich solidarisieren, weil ihnen das Thema Pflege wichtig ist. Ziel ist es, auf die Missstände der derzeitigen Pflegesituation in Deutschland aufmerksam zu machen. Jetzt ist die Krise der Pflege nicht neu. Neu ist aber, dass dieser Protest von Personen, die in diesem Bereich tätig sind, dass der auf die Straße getragen wird. Und dieser öffentliche Protest ist ausgesprochen wichtig, denn wir haben es mit einer Zuspitzung der Krise in diesem Bereich zu tun. Und wenn wir an Gegenentwürfen arbeiten, ist es wichtig, auch das hervorzuholen, was sehr lange im Schatten war. Die Krise im Bereich der Pflege hat ganz unterschiedliche Faktoren und es kann jetzt nur verkürzt dargestellt werden. Wir erleben einen demografischen Strukturwandel in Europa, der neue Pflegebegriffe mit sich bringt. Wenn man sich jetzt hier umguckt auf so Bewegungskongressen, dann bildet sich der demografische Strukturwandel noch nicht ab. Als ich gestern im Linz in einem Café gesessen habe, konnte ich schon sehen, wir sind Gesellschaften, die immer älter werden. Wir haben da wachsende Pflegebedarfe. Und wir haben gleichzeitig einen Wandel der ursprünglichen Familienstrukturen. Wir haben eine Dominanz von Erwerbsarbeit, die das Leben der meisten Menschen bestimmt.
Die Leben sind von Zeitmangel geprägt und die werden den Pflegebedarfen nicht mehr gerecht. Und diese Veränderung hat eine Gender-Dimension. Die Zahl der Frauen, die vorher freiwillig, unfreiwillig gefragt, nicht gefragt, diese Pflege übernommen haben, die werden immer weniger, die sinken. Aber einspringen, also die Lücke wird nicht gefüllt von pflegenden Männern. Diese Krisensituation führt auch nicht zu einer gesamtgesellschaftlichen Diskussion, welche Rahmenbedingungen wir denn brauchten für gutes Sorgen, damit für jeden und für jede gut gesorgt werden kann und wir aber auch diese Tätigkeiten übernehmen können. Es gibt keine Debatte darüber, wie es eine individuelle oder eine gesellschaftliche Sorgeverantwortung aufgeteilt werden könnte, sondern das, was wir derzeit erleben, sind polnische Pflegekräfte in Deutschland, Altenpflegerinnen aus China und Putzhilfen mit Migrationshintergrund, die das bestehende Care-Defizit meistens schlecht bezahlt, prekär ausgleichen. Es entstehen globale Sorgeketten und Christa Wichterich spricht in diesem Zusammenhang analog zum Ressourcenextraktivismus dann auch vom Care-Extraktivismus. Hinzu kommt, dass Sorgearbeiten in ganz vielen Bereichen im Zuge von Neoliberalisierungsprozessen zunehmend und immer stärker unter Druck geraten. Wir konnten es in Spanien und Griechenland beobachten. Bezahlte Care-Arbeiten, die staatlich subventioniert wurden, werden eingestrengt. Die, die es gibt, werden immer stärkerem Rationalisierungsdruck ausgesetzt, als könnten wir schneller füttern, wickeln und pflegen. Sorgearbeit wird damit zur Fließbandarbeit. Aber das betrifft nicht nur Griechenland und Spanien, sondern genauso Österreich und die Situation von Krankenhäusern und Altenheimen in Deutschland. Und da es ein PDF ist, konnte ich jetzt nicht weiterklicken, sondern die Verfassungsklage gegen den Pflegenotstand, die steht dort unten schon, denn auch das ist neu. Es hat im letzten Jahr eine Klage gegeben von 7 Klägerinnen in Deutschland gegen die menschenunwürdigen Zustände in deutschen Altenheimen. So eine Klage hat es bislang wirklich noch nie gegeben. Und zwar ganz konkret gegen die kostengünstigeren, aber freiheitsbeschränkenden Maßnahmen, wie das Fesseln von Patienten, die Ruhigstellung von Demenzkranken, von Medikamenten, weil sich das eher rechnet, als neue Pflegekräfte einzustellen. Zum Neuen gehört auch die Vernetzung und das gemeinsame Agieren. Hier gibt es Bilder von der Care Revolution Konferenz, die im März 2014 stattgefunden hat. Dort haben sich 500 Menschen getroffen in Berlin und sich ausgetauscht, wie denn eine bedürfnisorientierte Care-Ökonomie als Grundlage für ein gutes Leben für alle Menschen organisiert sein müsste. Und auch das haben sie auf die Straße getragen. Ich kenne die Situation hier in Österreich nicht gut genug, aber es wäre spannend zu erfahren in der Diskussion, ob auch hier es eine spürbare Dynamik um dieses Themenfeld gibt oder auch in anderen Ländern. Für Deutschland wage ich die These, dass wir es hier mit einer Bewegung zu tun haben, die im Entstehen ist, die die Kämpfe gegen die Ausblendung, gegen die Abwertung und Aneignung von Care-Arbeit politisiert, endlich und zueinander in Beziehung setzt, die Räume eröffnet für Begegnungen zwischen praktischem Tun und wissenschaftlicher Analyse und die Netzwerke entstehen lässt, die nicht kurzfristig sind. Es gab jetzt gerade eine Fortsetzungskonferenz, in der es darum ging, den Einstieg in den Ausstieg aus dem ökonomisierten Gesundheitswesen zu organisieren. Es gab verschiedene Streiks, beispielsweise an der Charité. Es gab aber auch den Kita-Streik in den Kindergärten und Kindertagesstätten, den es vorher auch noch nicht gegeben hat und der verhandelt hat für bessere Arbeitsbedingungen der Erzieher, für mehr Anerkennung, Wertschätzung und mehr Gehalt. Aber auch damit ist es noch nicht genug. Der Hauptteil dieser Bewegung, die ich euch jetzt gezeigt habe, die drehen sich um die Fragen der sozialen Reproduktion, den gelben Balken und auch den bezahlten Bereich oben, Care, den ihr seht. Aber schon in den 80er Jahren haben Subsistenztheoretikerinnen, feministische Theoretikerinnen wie Maria Mies, Claudia Vollen-Werloff oder Veronika Bernold-Thompson schon die doppelte Krise, die Gleichursprünglichkeit dieser Krise von Ausbeutung von sozialen Tätigkeiten als auch von ökologischen Grundlagen thematisiert. Und in jüngster Zeit wird genau diese Idee wieder aufgegriffen, indem Care als sozial-ökologisches Transformationsprinzip thematisiert wird, als politisches Prinzip, so wie John Tronto das in ihrem Buch Caring Democracy macht und versucht, Care ins Zentrum zu rücken. Und ich habe es verschiedenfach an unterschiedlichen Stellen mit Kolleginnen versucht, dass wir auch die ökologische Dimension mit einbeziehen müssen. Weil das hat verschiedene Folgen. Es verändert Demokratie, es baut Demokratie um, im besten Fall. Und es führt aber auch dazu, sozial-ökologische Transformation nochmal anders analytisch zu fassen. Nachhaltigkeit als kritisch-emanzipatorische Nachhaltigkeit auszudeuten.
Und in so einem weiten Sinne sind dann gerade Projekte, über die wir gleich hören werden, zur Energiedemokratie auch vorsorgende Projekte. Es sind Projekte, die von der Care-Logik für Mensch und Natur getragen werden. Und ich bin gespannt, was der Kollege dazu sagt. Bevor ich noch mal ausführlicher auf Joan Tronto eingehe, die viel auf der Ebene der kulturellen Veränderung agiert, weniger auf dem ganz konkret praktischen, schauen wir uns doch noch mal an, weil das ist angekündigt, wie sich das mit sozial-ökologischer Transformation verhält. Es ist banal, unser Handeln verändert die Welt. Das heißt, die Art, wie wir leben, wie wir wirtschaften, verändert auch gesellschaftliche Naturverhältnisse. Und zwar sowohl auf der lokalen Ebene als auch in anderen Ländern. Das haben wir gerade gehört. Wandel und Veränderungen finden immer statt. Wir haben im Grunde fast nichts Statisches. Aber wenn dieser Wandel eine Antwort auf die Krisen geben soll, dann brauchen wir eine normative Zielbestimmung. Wir müssen uns darüber verständigen, welche Art von Veränderung wir wollen, wobei jeweils zu klären ist, wer eigentlich dieses Wir ist, ob denn alle das Gleiche wollen und überhaupt wollen müssen. Und die Zielbestimmung, die ich für mich gebe, ist nachhaltige Entwicklung. Und damit werden die Probleme erstmal nicht kleiner. Denn damit ist sofort verbunden die Frage, was heißt Nachhaltigkeit eigentlich? Wenn man sich überlegt, wie umfassend dieser schillernde Begriff gebraucht und gedeutet wird. Ist der nicht nur ein Containerbegriff? Hier meine Zeichnung vom Container, der alles oder nichts bedeuten kann. Und diesen Streit gibt es lange, weil gerade aus der Bewegung die Kritik kam, na, das ist im Grunde nur eine Stabilisierung des Kapitalismus, ein Mythos, mit dem nachhaltige Globalisierung legitimiert werden soll. Ich plädiere immer dafür, Begriffe nicht aufzugeben, sondern genau den Kampf um diesen Begriff als Diskurs zu begreifen, als Akt des Politischen und als ortssymbolische Auseinandersetzung. Die Inhalte in diesen Containern werden immer diskursiv umkämpft sein. Es gibt keine einzige wahre Interpretation von Nachhaltigkeit. Aber wir können gucken, wer Nachhaltigkeit wie konzeptionalisiert. Wir können die Begriffsfüllung kritisch unter die Lupe nehmen und schauen, was in diesen Containern enthalten ist und dann die Grundannahmen transparent machen. Wir können schauen, ist es die alte Kiste oder ist es wirklich etwas Neues? Das heißt, wir müssen immer fragen, wer was meint, wenn er oder sie von Nachhaltigkeit spricht. Auf den ersten Blick scheint es ähnlich. Viele sagen, es geht bei nachhaltiger Entwicklung darum, dass wir es mit einem doppelten Gerechtigkeitsprinzip zu tun haben. Es gibt dieses berühmte Zitat aus dem Brundtland-Bericht, dass nachhaltige Entwicklung die Entwicklung ist, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen dies nicht mehr tun können. Dieses doppelte Gerechtigkeitsverständnis ist wichtig, weil dann können wir darüber sprechen, was ist Gerechtigkeit für uns. Auf der UN-Konferenz in Rio wurde dann ein anderer Moment stark gemacht, dass es um verflochtene Krisen gibt. Also müssen die Antworten integrativ sein. Sie müssen die verschiedenen Dimensionen aufnehmen. Von Ökonomie, Sozialem und Ökologischem war die Rede. Und Bewegungen haben gesagt, na, wir brauchen aber auch politische und kulturelle Dimensionen. Diese verschiedenen Dimensionen in Einklang zu bringen, ist zwingend erforderlich, aber es ist auch voraussetzungsvoll. Ob und wie das gelingen kann, hängt nämlich davon ab, ob Zielkonflikte bestehen, und das tun sie, und wie die aufgelöst werden können. Nehmen wir ganz konkret die Frage, wann Ökonomie und Ökologie vereinbar sind. Nicht, wenn ein Ökonomieverständnis weiterverfolgt wird, das auf unbegrenztem ökonomischen Wachstum beruht. Und wir werden über Postwachstum sowohl von Tatscher als auch von Andrea später etwas hören. Weil genau in der Postwachstumsdebatte wird es eingehend thematisiert. Aktivistinnen und Wissenschaftlerinnen haben darauf hingewiesen, dass es darum gehen müsse, mit dem Paradigma des immer mehr Habenwollens zu müssen, zu brechen und die Sorge für das Leben ins Zentrum zu stellen. Um also überhaupt integrativ zu gedenken, müssen wir das Ökonomische und das Politische neu denken. Nachhaltigkeit ist damit nie etwas Fertiges. Im Gegenteil, Ziele und Methoden, diese zu erreichen, müssen immer wieder neu gedacht werden. Und ich habe für dieses immer wieder Neudenken und kritisch Reflektieren den Begriff der kommenden Demokratie gewählt, in Anlehnung an Jacques Derridas Begriff der kommenden Demokratie. Beiden gemeinsam ist eine Kritik der Herrschaftsverhältnisse. Es soll das Unabschließbare eines offenen gesellschaftlichen Suchprozesses damit zum Ausdruck kommen. Und dieser Suchprozess ist nicht zwangsläufig ein harmonischer. Er ist nicht konflikt- und machtfrei. Und die Auseinandersetzung um das Sorgen und was wir lernen können für den Umbau von Gesellschaft sind für mich Teil dieses Suchprozesses. Gerade die Genderperspektive, die Care-Debatte bietet hier Potenziale für dieses Neu, für dieses Andersdenken, für den Umbau.
John Tronto fokussiert in ihrer Arbeit zu Caring Democracy Care nicht länger nur als Thema der Ökonomie. Es geht nicht immer nur um bezahlte oder unbezahlte Arbeiten, sondern es geht ihr darum, dass diese ins Zentrum eines politischen Gemeinwesens rücken müssen. Und der Umbau von Gesellschaft soll gerade getragen werden mit dem Prinzip, und sie nennt es, ich weiß nicht, ob ich es hier hingeschrieben habe, leider nein, Caring With. Und dieses Sorgen mit ist etwas anderes als dieses Sorgen für. Es ist vielleicht eher vergleichbar mit dem Prinzip von Hannah Arendt, der Macht miteinander. Jener Macht, die nicht zerstörerisch, sondern gestalterisch wirkt. Und die das Zusammenwirken von freien, gleichen Menschen im politischen Raum zugunsten des Gemeinwesens beschreibt. Sorgen wird damit zu einer öffentlichen und zu einer kollektiven Angelegenheit, von der sich, und das ist ein springender Punkt, niemand mehr freikaufen kann. Es geht also um die Übernahme von Verantwortung für das, was Gesellschaft ausmacht, was Gesellschaft immer wieder herstellt. Damit verbunden ist also ein Paradigmenwechsel. Dieses lange Zitat lese ich jetzt nicht vor. Aber dieser Paradigmenwechsel begründet eine neue politische Kultur. Fett gemacht habe ich nur, dass es in der Zukunft eben nicht darum geht, um ökonomische Produktion. Darum wird es auch gehen. Und über die Bedingungen, wie produziert wird, wer mitproduziert, in wessen Händen die Produktionsmittel sind. Aber dass es eben auch um das Sorgen für die Werte geht, von Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Dahinter steckt eine Veränderung auch von einem Freiheitsbegriff. Freiheit, der lange bedeutete not having to care for, sondern der Verantwortung etabliert, mit einem neuen Menschenbild. Es geht um ein Self in Relation. Es geht um Beziehung und um sich in Beziehung setzen. Es hat viel mit Kooperation zu tun, aber eben auch um eine Reflexion des Verhältnisses von Individuum und Kollektiv. Und wenn wir erste Schritte gehen wollen von Externalisierungsdemokratien, Externalisierungsgesellschaften in Richtung vorsorgender Demokratien, dann müssen wir auf den verschiedenen Ebenen ansetzen. Die Ebenen sind politische Kultur, politische Institutionen, sozioökonomische Strukturen. Und es geht dort um eine Veränderung. Bei der politischen Kultur geht es dann im Sinne von Tronto hin zu einer Culture of Care, die auf Solidarität und Kooperation setzt, auf Beziehung und sich in Beziehung setzen. Und dafür ist aber auch wichtig, dass, was Friederike Habermann nennt, Privilegien verlieren. Also sind wir wirklich Gleiche und Freie, die dort kooperieren? Oder gehen wir nicht von bestehenden Hierarchien aus? Gehen wir nicht von Privilegien aus, die einen haben und die anderen nicht? Also welche Voraussetzungen braucht es, dass wir gemeinsam kooperieren können? Und möglicherweise, wie gehen wir mit Hierarchien um, die wir nicht aufheben können? Teil dieser neuen politischen Kultur ist auch ein anderes Verständnis von Natur. Als Partnerin, als Wert an sich. Es geht da um die Anerkennung der natürlichen Regenerationszeiten, um den Eigensinn von Natur. Auf dem Weg zu einer vorsorgenden Demokratie müssen wir mit den Zumutungen, die in den Prozessen der Kommodifizierung von Natur, also der Entwertsetzung stecken, brechen und die nämlich das Lebendige mit fatalen Folgen der Logik der monetären Profitmaximierung unterwerfen. Es geht daher auch um eine Transformation der sozioökonomischen Strukturen. Energiedemokratie ist ein wichtiger Bereich, den wir gleich hören werden. Nur so ist eine umfassende Demokratisierung aller gesellschaftlichen Bereiche möglich. Es geht hier um einen weiten Begriff des Politischen. Es geht um die Reflexion und Veränderung von Eigentumsverhältnissen, den Zugang und die Kontrolle über Land, natürliche Ressourcen, Energie etc. Und es geht schließlich um eine Reflexion der vorhandenen politischen Institutionen. Einige Errungenschaften als Ergebnis sozialer Kämpfe werden wir verteidigen müssen. Wir werden aber möglicherweise neue brauchen. Und darüber brauchen wir einen Austausch. Nämlich welche? Welche Institutionen brauchen wir, um den Übergang in eine neue, ökologisch-sozial nachhaltige Wirtschafts- und Gesellschaftsform einzuleiten und zu steuern? Wir werden Zeit brauchen für die unterschiedlichen Übergänge, für die verschiedenen Transformationen. Und wir brauchen nicht nur Zeit, sondern wir brauchen mehrfach Strategien. Wir brauchen Prozess, wie ich ihn vorgestellt habe, um Themen auf die Straße zu tragen. Es sind genau diese konfrontativen Politikformen, die dann auch Gestaltungsspielräume überhaupt erst eröffnen, die sie erhalten, um nicht bestimmte Fakten zu schaffen. Es bräuchte jetzt eine große Mobilisierung gegen das neue Atomkraftwerk in Großbritannien beispielsweise.
Wir brauchen als zweite Strategie Mitmacht und Partizipation. An dem, was schon da ist, an dem, was von innen verändert werden kann. Ich habe hier vielleicht nochmal einen Gedanke von Uta von Winterfeld zur Partizipation. Nur wenn Partizipation über die Partizipation am Vorhandenen hinausweist, nur wenn auch der Partizipationsgegenstand selbst mitverhandelt werden kann, dann ist sozialökologische Transformation möglich. Nur dann wird aus der Partizipation an bereits beschlossenen Veränderungen veränderndes Partizipieren. Das ist so ein bisschen, wir müssen das Ändern leben und nicht das Leben ändern. Und schließlich geht es ganz zentral um den Aufbau von Gegenmacht. Das können Halbinseln sein, das können erste Schritte sein. Häufig wird bei alternativen Projekten immer gesagt, naja, aber das ist nur so klein, das ändert das Ganze nicht. Als ob diese kleinen Projekte den Anspruch für sich hätten, unbedingt das Ganze ändern zu müssen und den Rest der Misere aufzufangen. Nein, es geht damit anzufangen und diese Gegenstrukturen aufzubauen. Und im Bereich der Landwirtschaft, ich habe viel mit dem Widerstand gegen Agrogentechnik in der Landwirtschaft gearbeitet, gibt es gerade diese kooperativen Prozesse zwischen denjenigen, die Lebensmittel anbauen, denjenigen, die sie konsumieren. Im Bereich der Energie haben wir das auch. Und ich weiß, dass ich morgen bestätigt werden und vielleicht auch schon heute Abend, dass das Elevate Festival genau für diese Gegenmachtstruktur eine wahre Fundgrube ist. Und jetzt freue ich mich auf Nachfragen, Kommentare und Diskussionen mit euch. Und bin noch in der Zeit. Ja, danke Daniela. Es gibt jetzt ein paar Minuten Zeit für euch aus dem Publikum, um Fragen zu stellen, Kommentare anzubringen. Mich würde interessieren, ob du noch ein bisschen mehr über die Institutionen sagen kannst, die du gesagt hast, die es braucht. Mir war noch nicht ganz klar, was ist zum Beispiel eine Institution und wie sieht so eine vielleicht aus? Sofort darauf antworten. Bei den Institutionen, es gibt Initiativen, die betreiben so etwas, das würde ich erstmal Demokratisierung gesellschaftlicher Naturverhältnisse von oben nennen. Von oben, weil sie bestimmte Institutionen schaffen wollen, staatlicherseits. Also ich gebe dir ein Beispiel, um die Rechte zukünftiger Generationen zu schützen, die im Parlament nicht mitreden können, die noch keine derzeitigen Wähler und Wählerinnen sind, wird gesagt, wir brauchen Personen, die sie repräsentieren. Das sind Ombudspersonen oder das sind Zukunftsräte. Diese Institutionen können wichtig sein. Im Grundgesetz beispielsweise, das Grundgesetz und eine Verfassungsänderung fällt in diesem Bereich der Institutionen, steht beispielsweise daran, dass der Staat dazu verpflichtet ist, die natürlichen Grundlagen zu schützen. Das ist der Grundgesetz Artikel 20a für zukünftige Generationen. Es kann also sein, dass es sowohl was Verfassung angeht, als auch also zusätzliche Einrichtungen, die bestimmte Rechte repräsentieren. Das Problem aber bei diesen Zukunftsräten ist, dass sie häufig als Expertokratie gesehen werden. Es ist etwas, was von oben kommt. Das kann möglicherweise sinnvoll sein, das muss es aber nicht. Weil bestimmte Ideen, wie Demokratie funktionieren soll, nämlich am besten von denen, die sich gut auskennen und nicht von denen, die betroffen sind oder die vielleicht selbst entscheiden möchten. Also stärken, es wäre wichtig, gerade die Prozesse zu stärken, die von unten kommen. Energiedemokratie ist ein gutes Beispiel, darüber habe ich nicht gesprochen, um nicht zu viel vorwegzunehmen, aber das wird es nochmal konkretisieren. Es kann aber auch einfach sein, dass Infrastrukturen geschaffen werden, die Selbstversorgung möglich machen, die von Repair-Cafés. Es kann einfach sein, dass Grundstücke von der Stadtverwaltung, vom Stadtparlament zur Verfügung gestellt werden, dass es andere Öffnungszeiten gibt, dass es andere Zugangsbedingungen gibt, dass es einen öffentlichen Nahverkehr gibt, der nicht mehr bezahlt, sondern kostenfrei ist. Das wären andere institutionelle Arrangements. Also im Grunde Rahmenbedingungen für Versorgungsstrategien, die das selber machen, das mit anderen machen, konvivial, ne, tun, erleichtern. Und die könnten dann aber auch in eine nicht ohne weiteres jederzeit rückgängigbare Form gegossen werden, abgesichert werden, als Ergebnis sozialer Kämpfe, als Ergebnis von Veränderung von Gesellschaft. So ist es gemeint mit neuen Institutionen. Noch andere Fragen?
Oder Widerspruch. Oder, ja, natürlich auch erlaubt. Ich würde nur gerne eine Info durchgeben, nämlich es gibt eine Ortsgruppe der interventionistischen Linken in Graz und relativ neu eine Arbeitsgruppe zu CARE. Wenn es irgendwen genauer interessiert, kann man im Anschluss zu mir kommen. Super. Danke dafür. Ja, das wollte ich, weil du gefragt hattest nach der CARE-Revolution in Österreich. Ja. Es gibt ein paar zarte Ansätze. Es gab auch in Wien ein paar Treffen und die Gabriele Winker, die dieses Buch geschrieben hat, war auf jeden Fall in Wien. Ich weiß jetzt nicht, ob sie auch in Graz war, aber jedenfalls gibt es ein paar zarte Ansätze und es wäre sicher, freuen sich sicher über Zulauf.